Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outlast, du Whistleblower. So, wir haben hier einen Raum, glaube ich, noch nicht erkundet. Da waren wir drin. Hier waren wir noch nicht drin. So. Ich glaube, hier ist doch überhaupt nichts. Nicht mal eine kleine Batterie. Nein. Okay, dann nicht, dann. Ich dachte gerade, war was, aber ist nix, okay. Ich hab's immer noch nicht geschafft, den Controller hier drauf zum Laufen zu kriegen. Er ist zwar an und alles, aber er funktioniert einfach nicht und das nervt mich richtig. So, klettern wir hier mal hoch. Ich würde sagen, der ist tot. Da komme ich hoch, okay. So. Ehrlich gesagt will ich hier gar nicht sein, weil da bestimmt irgendwas passieren wird. So, zack. Das klappt ja noch ganz gut. Ja, du sollst da durchgehen, danke. Okay. So. Das ist toll, dass du hier kommst, aber ich kann gerade nicht fliehen. Okay, jetzt ist er wieder weg. Ich will da gar nicht runter. Speichert. Habe ich gerade eine Säge gehört? Wo bin ich? Ja, hallo. Hier sind überall Schränke zum Verstecken. Eine Batterie. Das kann nichts Gutes heißen. Wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, was kommt jetzt? Und tschüss. Und tschüss. Das kannst du wohl knicken. Kommt er hier hin oder lässt er mich ganz brav in Ruhe? Ich habe übrigens was zu trinken geholt. Ich versuche gerade zu hören, ob er kommt. Ich glaube aber nicht. Und außerdem, liebes Spiel, der Typ ist nicht gruselig, der Typ ist einfach nur nervig. Wie mit dem dicken im anderen Outlast. Oder im richtigen Outlast. Ich lade jetzt mal nach. Ich will nicht, dass das gleich kommt, wenn ich gegen den Typen irgendwo einen Wettlauf mache. So YOLO und so. Weißt du, wäre alles viel einfacher, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Okay, ich habe die grobe Vermutung hierhin schon mal nicht. Ich laufe nur ein Stück zurück. Ich will einfach nur gucken, ob er kommt. Nö, tut er nicht. Oh Mann, ey. Ehrlich gesagt, will ich gar nicht gegen den kämpfen, aber ich muss. Na gut, kämpfen muss ich ja auch nicht wirklich. Ich glaube, ich renne jetzt tatsächlich gleich einfach durch.
Da muss ich wahrscheinlich gleich durch. Boah, Alter! Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich renne einfach, ich renne einfach. Das schon mal nicht. Tschüss. Toll, danke. Also da musste ich schon mal nicht lang. Aber ich glaube, ich muss da hinten links um die Ecke. Da war nämlich noch was. Ach, hier muss ich. Ah, danke, toll, danke. Ah, toll, hier war ich ja eben schon drin und habe bemerkt, dass es hier drin nichts gibt, ne? Wie mir gerade aufgefallen ist. Ich glaube, ich laufe richtig. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Boah, Alter. Okay, ich glaube, er ist weg. Puh. Der Typ hat's in sich, ganz ehrlich. Der Typ hat's in sich. Der möchte unbedingt mit mir kuscheln. Aber ich möchte das nicht und deswegen ist er sauer. Teil die behinderte Erklärung, aber es ist einfach so. Oh, da geht's durch. Scheiße, Alter. Ja. Drehen Sie das Gas ab, um Zugang zu bekommen, ist unsere Aufgabe. Und ich bin ziemlich sicher, ein gewisser jemand möchte das nicht, dass wir das Gas abdrehen. Weißt du, was ich meine? Oder wen ich meine? Ich lasse die Türen mal offen, als Fluchtweg. Alter, das war jetzt schon das zweite Mal in dieser Folge, dass ich mich fast zu Tode erschreckt habe. Okay. Alter, könnt ihr das mal bitte lassen? E237 blinkt. Ich befürchte, dass wir da hin müssen. Um das Gas da abzustellen. Was stand da gerade? Gott sei Dank. Ich freue mich über jede verschlossene Tür. Das da hinten ist dann wohl E237, das was blinkt. Oh, da war er. Oh, ich habe den gar nicht gesehen, weil ich gerade nachgeladen habe. Hi, na. Gehen wir mal kurz hier rein. Und sind tot. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal er. Das weiß ich jetzt. Das ist natürlich toll. Warum gucke ich eigentlich immer, wenn ich zur Webcam reden will, in mein Webcam-Bild da? Doof. Oh Mann. Oh, scheiße. Blöder Wichser. Sorry für den Aus. Oh, Mann, ich wollte was trinken. Fick dich. Hi, na. Ja, ist gut. Hi. Tschüss. Lass mich da bitte durchspielen, danke. Oh, danke, dass ich da nicht. Oh, cool, ich hab's sogar geschafft. Wie geil. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Der schlägt jetzt immer irgendwann die Tür ein, oder? Okay, tut er nicht. Hier kommen wir durch. Ich wüsste gerade gerne, wo ganz gerne, wo ich bin. Einfach nur, damit ich das weiß. Aus Prinzip. Und wo ich hin muss, wüsste ich auch ganz gerne.
Aber das mit 237 hat ja nicht so gut geklappt, ne? 243. Abgeschlossen. Was? Das habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht verstanden, warum da so ein komisches Geräusch jetzt gerade kam. Was liegt da? Eine Akte. Ah, sehr schön. Puh, also manchmal ist das, hat das Spiel echt so ein klein, ich erschrecke mich zu Tode Faktor. Erste Patientenbefragung, 1.11.2010. Geschlecht männlich. Behandelter Arzt Dr. Karl Hausten. Horsten? Horsten? Hausen? Was weiß ich denn? Therapiestatus. Minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Level Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphase kehrt immer wieder zu Bildern von Isolierten und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation übereinstimmend mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Anmerkung: Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 lbs. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 lbs. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interessen für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie in Klammern Wernicke, den kennen wir ja, den Dr. Wernicke, auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer, ekelhaft. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnte ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein. Mann, da habe ich jetzt gerade lange gebraucht für das Wort, sorry. Eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Menra wird empfohlen. Sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt, Murkoff Psychiatric System Project Wallrider Mount Massive CO. Den Herr Wernicke, den kennen wir ja. Haben wir ja kennengelernt beim letzten Outlast. Haben wir den da kennengelernt, den guten Mann. Aha. Kann ich das denn abstellen? Oder kann ich das hier überhaupt nicht abstellen? Na gut, aber wie ich das abstelle und wann, das erfahren wir natürlich auch erst in der nächsten Folge von Let's Play Outlast Whistleblower. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh mein Gott, was für eine Folge war das denn jetzt? Ich habe mich zweimal fast zu Tode erschrocken. Aber macht ja nichts. Deswegen sehen wir uns erst wieder in der nächsten Folge von Let's Play Outlast Whistleblower. Bis dahin, ciao.